Serienschaltung von Widerständen. Jetzt wird es interessant. Also, wir haben ja schon Serienschaltungen gemacht, aber wir haben die Serienschaltung noch nicht wirklich so im Detail analysiert, sondern wir haben halt gesagt, schalten wir die mal in Serie. Und jetzt wollen wir mal uns überlegen, wie zwei Widerstände in Serie, wie die sich die verhalten. Und wie man das Verhalten dieses Widerstandes dann charakterisieren kann. Vielleicht gibt es ja ein Modell für zwei Widerstände in Serie, der einfacher ist, als zu sagen, das ist dieser Widerstand und jener Widerstand in Serie. Das wär wünschenswert, wenn wir da ein einfacheres Modell finden würden. So. Also das ist der Aufbau, den wir uns anschauen. Was meine ich, wenn ich sage, zwei Widerstände in Serie? Dass ich einen Strom habe, der zuerst durch den einen und dann durch diesen anderen Widerstand durchfließt. Und durchfließen muss, also der hat keinen anderen Weg. Dann rede ich von einer Serienschaltung von diesen beiden Widerständen. Gut, wie würden wir denn das analysieren? Ich klicke das weg. Also, ich nenne die jetzt R1 und R2. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was passiert in dieser Schaltung? Wie kann ich mir das ausrechnen? Und dazu schreiben wir am besten als Formeln auf, was wir kennen. Oder zeichnen vielleicht zuerst ein, welche Größen da relevant sein könnten. Also es könnte relevant sein, der Strom, der da fließt. So, wie? Sozusagen zwischen dem Pluspol der Spannungsquelle und dem R1, genau. Dann zwischen R1 und R2, und dann den zweiten zwischen R2 Masse und dem Minuspol der Spannungsquelle. Das ist der dritte. Macht Sinn, diese Knoten das doch irgendwie anders anzugreifen? Bei einer Schaltung, wo der Strom nur so im Kreis fließen kann. Also ist da ein anderer Strom als I? Nein. Nein, da ist auch. Also aus den Knoten, also das mit den Knoten ist richtig, aber wir gewinnen eigentlich keine zusätzliche Information heraus. Also wenn ich mir die Knoten anschaue, heißt das, ich mache irgendwas mit dem Kirchhoffschen Stromgesetz, aber da kann ich weniger machen. Natürlich kann ich jetzt diese Ströme jetzt I1 und I2 und I3 nennen und dann einsetzen, ich komme drauf, I1 ist gleich I2 und I3. Genau, Potenziale. Ja. Welche Spannungsabfälle haben wir in der Schaltung? Wie viele? Drei. Genau. Wir haben die Quelle, ich zeichne das hier ein, die nennen wir UQ, die U-Quelle. Und dann bei jedem Widerstand haben wir einen Spannungsabfall. U1. So, was wissen wir denn jetzt aus dem Kirchhoffschen Spannungsgesetz? Da wissen wir etwas über diese drei Spannungen. Genau, UQ ist gleich U1 plus U2. Oder man kann auch sagen, U1 plus U2 minus UQ ist 0, aber das ist irgendwie sinnvoll, wenn ich an der Seite und man sagt, das, was da abfällt, ist auch das, was da abfallen muss. Damit hätten wir unsere erste Formel. UQ ist gleich U1 plus U2. Sehr schön. Okay. Noch was. Noch was wissen wir. Das Ohmsche Gesetz. Was sagt uns denn das Ohmsche Gesetz? Gleich R mal I. Ja. Also U1 gleich R1 mal I. So, und das? U2 ist gleich R2 mal I. Okay. Das ist jetzt auch schon alles. Also wir haben jetzt irgendwie drei Gleichungen.
Was wollen wir denn gewinnen? Spannungen. Wollen die U1 und U2? Ja. Wollen wir das? Nein, wir wollen ja quasi diese Serienschaltung als Bauteil charakterisieren. Und was haben wir gesagt, wie macht man das, dass man ein Bauteil charakterisiert? Genau, Spannung und Strom in Verhältnis setzen. Ich versuche herauszufinden, wie diese Spannung und dieser Strom miteinander arbeiten. Strom ist einfach, welchen wir meinen, wenn wir davon reden, das ist der I. Aber welche Spannung meinen wir? UQ, genau. Die Spannung, die wir an unseren gedachten Bauteil anlegen. Unser gedachtes Bauteil ist eben diese Serienschaltung. An diese gesamte Serienschaltung schließen wir UQ an. Wir wollen jetzt irgendwie herausfinden, wie dieses UQ zu dem I steht. Okay, wir haben jetzt hier drei Formeln und wir haben eine Menge Größen. Wir kennen R1 und R2. Das heißt, das ist jetzt nichts, wonach wir auflösen müssten oder könnten, was sinnvoll wäre. Das sind für uns Konstanten. Das setzen wir voraus, dass wir wissen, welche Widerstandswerte wir haben. Wir wollen eine Formel haben, in der UQ und I vorkommt. Das heißt, damit das sinnvoll ist, stört uns U1 und U2. Wir wollen eine Formel haben, was irgendwie komprimiert und das U1 und U2 raus. Dann haben wir gewonnen, oder? So. Und das kann man machen. Das kann man einfach machen. R1 mal I. Wenn wir es so hingeschrieben haben. R2 mal I. Genau. Brauche ich nur das da einsetzen. UQ ist gleich R1 mal I plus R2 mal I. I rauszuholen. Genau. Ah, das ist das schön, da brauche ich gar nicht nachdenken, das wird alles für einen gemacht. So. Oder vielleicht machen wir das so, dass ich das I da rechts hinschreibe. So. Erinnert euch diese Formel an etwas? Genau, die erinnert uns irgendwie an U ist gleich R mal I, an das Ohmsche Gesetz. Und wir nennen einfach diese Summe hier, die nennen wir R. Also, ich habe zwei Widerstände. Und wenn ich die charakterisieren möchte, als ein Bauteil, in Wirklichkeit sind das zwei Bauteile, die ich hintereinander hänge, aber wenn ich die charakterisieren möchte als ein Bauteil, dann kann ich das so machen, als wäre das in Wirklichkeit nur ein Widerstand. Und das mache ich, ich forme da rum, ich mache ein bisschen Mathematik, oder man kann es auch mit Anschauungen machen in diesem Fall noch, und dann kommt eben raus, wieder eine Form, wo ich sage, okay, wenn ich mir einfach vorstelle, dass diese zwei Widerstände nur ein Widerstand in Serie sind, mit dem Widerstandswert R1 plus R2, dann habe ich immer noch alles beschrieben, wie diese Schaltung arbeitet. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Schaltung sehe und die ist urkompliziert und dann sehe ich in der Mitte irgendwo zwei Widerstände in Serie, dann kann ich sagen, naja, fangen wir mal schrittweise an, machen wir die Schaltung ein bisschen einfacher, streichen wir die beiden Widerstände durch, zeichnen daneben nur einen Widerstand mit dem Widerstandswert, die die Summe ist von diesen beiden Widerstandswerten. Also, das ist schon eine ziemliche Leistung. Man muss das auch würdigen, dass diese Sachen. So. Das heißt, R1 und R2 können ersetzt werden durch einen Wert. Genau. Und das, einen Widerstand mit der Summe der. Das heißt, man kann das einfach ersetzen. Genau, man kann es einfach ersetzen. Vereinfachen. Oder auch umgekehrt, wenn man nur diese Widerstände hat, kleinere Widerstände, nimmt man die, summiert sie, wenn man den braucht. Genau, genau. Jetzt zeige ich euch gleich was kurz vor der Pause dann. Aber machen wir den Block fertig und dann. So, also hier machen wir genau das. So. Das heißt, der Serienschaltung von Widerständen addieren sich die Widerstandswerte auf und dann haben wir quasi unseren neuen Widerstandswert, den wir stattdessen verwenden können und alles wird viel einfacher. Gut, wir haben ein kurzes Experiment, nämlich wir das ausprobieren, Serienschaltung. Wir nehmen einfach zwei Widerstände, messen mit dem Multimeter den einen, messen mit dem Multimeter den anderen und dann schauen wir, wenn wir beide in Serie messen. Machen wir, das geht ganz schnell. So, okay. Gut, das brauchen wir nicht mehr. Ich nehme einfach gleich die hier.
So. Da schalten wir auf Widerstand messen. So. Und das ist jetzt mein 1 Kilo Ohm Widerstand. Gut. Und der hat 0,98 Kilo Ohm. So. Das heißt, der 1 ist 0,98 K. So. Und da sehen wir, die Widerstände, die sind nicht sehr genau. Also dieses Multimeter ist sicher auch nicht sehr genau. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Aber das ist wirklich schon eine Variation in dem Widerstandswert. Und wenn man genaue Widerstandswerte haben möchte in seinem Bauteil, dann muss man halt dafür zahlen. Also dann geht das auch. So, wir nehmen den zweiten. Der soll um die 2,2 Kilo Ohm haben. So, 2,17. Gut. Und das heißt, ich schreibe jetzt RG wie R gesamt. Der dann natürlich 5 durch 1, 1, 2. Ah, 3,15, ja, das macht Sinn. Brauche ich noch so ein Kabel, damit ich die wirklich in Serie hängen kann. Zack. Die Kabel haben manchmal Wackelkontakte. Ja, aber die GroKo-Kabel, die gehen recht gut. Ich habe jetzt einen Wackelkontakt. Ja, dann würde ich die wegwerfen. Das geht auch. So, also 3,15 steht da. Perfekt. Ganz ohne Wackelkontakt. Gut, also das scheint auch in der Praxis sich zu bewähren. Das ist gleich doppelt toll, weil wir haben auch gleich gesehen, dass wir das in Kirchhoffschen Gesetzen anwenden und daraus eine Prognose über die Zukunft machen. Das funktioniert tatsächlich. Also wir können uns eine Vorstellung davon machen, wie sich eine Schaltung verhalten wird, ohne sie ausprobieren zu müssen. Das ist eigentlich eine ziemliche Leistung, finde ich. Gut. Also das Experiment haben wir gemacht. So, wie verhält sich das jetzt, wenn ich eine Serienschaltung von mehr als nur 2 Widerständen habe? Genauso. Kannst du das argumentieren? Naja, ich habe einen Unterteil in 2 und dann nehme ich den ersten und Unterteil wieder in 2 oder in 2. Genau. Super Antwort. Also man kann sich natürlich auch hinsetzen und es einfach durchrechnen und sagen, es geht, aber genau das ist das Anschauungsargument, auf das ich hinaus wollte. Wenn ich irgendwie so eine Perlenkette habe von Widerständen, dann kann ich einfach sagen, okay, na, die beiden sind eine Serienschaltung. Das heißt, ich kann den jetzt ersetzen durch einen anderen Widerstand. Und dann kann ich das Gleiche nochmal machen und kann sagen, wieder Serienschaltung. Und damit ist jetzt irgendwie klar, das ist R1, das ist R2, das ist R3. Das wäre jetzt R1 plus R2. Und auf unserer super Formel, die wir uns da ausgerechnet haben, das wäre immer noch R3. Naja, und diese Gesamtschaltung wäre halt irgendwie Klammer auf R1 plus R2, Klammer zu plus R3. Und Gott sei Dank ist die Addition kommutativ und was weiß ich was. So. Gut, also das ist einfach. Welche Aussage über den Bezug zwischen Leitungslänge und Widerstandswert kann man aus den Erkenntnissen zur Serienschaltung von Widerständen ableiten? Das ist eine interessante Überlegung, die da angesprochen wird. Also wenn ich jetzt ein Kabel habe und das ist irgendwie 100 Meter lang und ich weiß, das hat jetzt einen gewissen Widerstandswert von, sagen wir mal, irgendwie 1 Ohm. Und ich nehme quasi ein baugleiches Kabel, das doppelt so lang ist. Wie wird dann der Widerstand sein? Also ein baugleichen, aber doppelt so langen Kabel. Zwei kleinlos. Doppelt so groß. Doppelt so groß. Warum? Ja,
weil die erste Hälfte einen gewissen Widerstand hat und dieser direkt denselben Widerstand. Genau, das ist genau das Gleiche. Ich kann sagen, wir haben zwei Kabel hintereinander, Serienschaltung von Kabeln. Können wir ein eigenes Gesetz erfinden, das nennen wir dann nach uns. Was ganz anderes, nicht Widerstände, nein, Kabel, Serienschaltung von Kabeln, radiere ich auf. Das heißt, ein doppelt so langes Kabel hat einen doppelt so großen Widerstand. Gut. So, das ist ein schwieriger. Weshalb nennt man eine Serienschaltung von Widerständen auch Spannungsträger? Ja. Wieso nennt man das hier Spannungsträger? Weil ich an jedem Potenzial sozusagen eine andere Spannung habe. Es fällt stufenweise ab. Es fällt stufenweise ab, genau das ist es. Also ich habe hier UQ, habe ich auch hier anliegen, aber in zwei Schritten. Nämlich einmal als U1, das ist meine erste Portion, und einmal als U2. Das heißt, diese Schaltung teilt die Spannung UQ in zwei Teile. In den Teil U1 und in den Teil U2. Und wenn ich jetzt irgendeine Schaltung habe, in der brauche ich ein bestimmtes Potenzial an einer Stelle. Nämlich so und so viel über Ground. Aber ich will das nicht strommäßig belasten. Das heißt, unsere Annahme, der Strom, der durch den ersten Widerstand durchfließt, muss auch durch den zweiten durchfließen, die gilt noch. Das ist quasi die wichtige Voraussetzung, weil sonst ist das keine Serienschaltung von Widerständen, ja, sondern eine komplexere Schaltung. Aber wenn das da ist, dann kann ich einfach zwei Widerstände mit dem richtigen Widerstandswert nehmen, zusammenhängen, an meine Quelle hängen, und in der Mitte habe ich die gewünschte Spannung. Überall dort, wo man halt keinen Strom entnehmen möchte. Was ganz leicht ist, so wie man dann später Operationsverstärkerschaltungen und so machen, weil die unterstützen das halt, dass man quasi an einer Stelle eine Spannung misst, ohne Strom zu brauchen. Aber was heißt denn keinen Strom entnehmen? Das ist ja sehr unsinnig. Ich kann nicht mit einer Spannung arbeiten, ganz ohne Strom. Aber ich muss mir einfach überlegen, wie groß denn dieses I? Also wenn ich jetzt irgendwie da eine weiß ich nicht, 2 Volt Quelle habe und ich mache da einen 1 Ohm Widerstand und brauche einen 1 Ohm Widerstand, dann fließt da 1 Ampere durch. Und wenn ich jetzt dann da was anschließen möchte, was 2 Milliampere braucht, dann stimmt es für meine ursprüngliche Überlegung nicht mehr ganz genau, weil jetzt durch den Widerstand der 2 Milliampere weniger durchfließen als da. Aber 2 Milliampere, das ist halt immer noch ein 500stel von einem Ampere, das ist nicht so wichtig. Also das, so kann man sich auch helfen. Aber das ist halt nicht schön, nicht? Für 2 Milliampere bei einem Volt irgendwie einen Ampere durch 2 Ein-Ohm-Widerstände durchjagen. Da gibt es schönere Sachen, das zu bewerkstelligen. Aber als Idee kommen eben auch solche Sachen vor, dass man einfach sagt, man macht einen Spannungsteiler und schaut, dass der Strom durch den Spannungsteiler einfach deutlich größer ist als der Strom, den ich da entnehmen möchte. Und dann kann ich sagen, das verhält sich quasi so wie eine Spannungsquelle mit der entsprechend kleineren Spannung. Das heißt, das ist unbelastet der Spannungsteiler. Genau. Genau, man kann eben auch belastete Spannungsteiler, gibt es eigene Formeln, die ich, glaube ich, in einem Anhang in dem Skript dann auch mal herleite. Ein bisschen umständlich muss man dazu sagen, aber das kommt daher, weil ich im Skriptum Methode Ersatzquellen und so was nicht mache. Und das kann man natürlich auch machen, wenn ich irgendwie weiß, exakt welchen Strom ich da entnehme, dass ich das gleich vorab berücksichtige in meinen Überlegungen und dann den Spannungsteiler so dimensioniere, dass er mit diesen 2 Milliampere, die da rausfließen, genau das richtige Verhalten hat. Aber oft weiß ich das ja nicht. Oft gibt es nur einen Maximalwert. Ich weiß, ich brauche bis zu 2 Milliampere und es kann aber auch jederzeit mal weniger sein. Und dann ist das dann ein Schieferwiderstand? Ein Potentiometer, ja. Der ist eben de facto ja nichts anderes als ein Spannungsteiler, nur dadurch, dass ich in der Mitte quasi abgreife, also wenn das zum Beispiel so ein Kohlenstoffband ist, und dann habe ich da quasi so einen Abnehmer drauf und hier habe ich meine beiden Anschlüsse, dann je nachdem, wo der ist, habe ich halt quasi beim oberen Widerstand mehr
mehr Widerstand und beim unteren weniger Widerstand und ich variiere das quasi. Also man könnte sagen, ein Potentiometer ist ein Spannungsteiler, bei dem ich quasi den Gesamtwiderstand vorgegeben habe. Also wenn man Potentiometer mal hernimmt, da steht dann drauf irgendwie 10 Kilo. Und 10 Kilo meint quasi immer diesen Gesamtwiderstand. Und je nachdem, wie ich den Regler gerade stelle, teilt sich das unterschiedlich auf den oberen und auf den unteren Teil Widerstand auf. Das hängt von der Bauform ab. Also bei vielen geht das schon, dass man dann einfach quasi, also entweder hast quasi welche, wo da hier dann Metall ist, bevor das Kohlenstoffband anfängt, und wenn es den Abnehmen halt bis aufs Metall draufschieben kannst, dann ist das quasi ein Kurzschluss an der Stelle. Mit sowas muss man aber aufpassen, die meisten Potis mögen das nicht, wenn irgendwie mehr als ein paar Milliampere über den Abnehmer drüber gehen. Früher haben die Messgeräte für Widerstände deutlich größere Messströme durch den Widerstand durchgeschickt. Und da gibt es halt so nette Geschichten, dass dann halt jemand einfach ein Ohmmeter nimmt, quasi so anschließt an den Potti und dann einmal so hin und her dreht und schaut, ob das quasi von Anschlag bis Anschlag stimmt. Aber wenn dieses Messgerät halt irgendwie mit 10 mA da durch den Widerstand durchjagen möchte und auf den Abnehmer nicht mehr als 2 mA gehen dürfen, dann ist der nachher hin. Und da gibt es eben Geschichten, der misst das natürlich auch, der ist hin. Und da gibt es dann halt Geschichten, dass Leute quasi eine ganze Tagesladung von Potentiometern verblasen haben, weil sie halt bei der Eingangsprüfung, bevor sie die Dinger verbauen, halt irgendwie auf die Art und Weise mal schauen, ob es geht. Heute ist das nicht so schlimm. Also heute schicken die Messgeräte im Widerstandsmessmodus deutlich kleinere Messstreifen. Aber wenn man so ein altes, so ein Zeigeinstrument hat, da, die werden noch richtig schnell leer von der Batterie, wenn man da Widerstände misst damit. Also das war andere Zeiten. Gut. Also darum heißen die Spannungsteiler. Fragen dazu? Ja, die Widerstände. Ich habe da verschiedene Widerstände gekauft, aber ja. Da gibt es so jetzt so Ringe. Genau. Oh, was bedeutet das? Oh, Ringe von Widerständen. Kleines Thema. Also, sagen wir, wir haben... ist das nicht in jedem Kapitel drin? Es ist im Anhang, es ist die Farbtabelle drin. Okay, dann schaue ich um und mache noch so einen...